Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Get Your New Horizon. Wir wollen heute ein bisschen Spaß haben. Das heißt, wir müssen einmal in den Twilight. Dann müssen wir einmal unsere Scaffolds endlich mitnehmen. Dass ich da auch mal vernünftige Sachen damit mache. Und zwar, wir wollen da mal ein bisschen bergauf. Ich bin auch momentan fleißig beim Suchen. Ich finde nur das, was ich suche. Finde ich nicht. Also wenn man sich anschaut, was da, also ich habe da jetzt nur noch ein paar kleine Lücken. Ich glaube, hier ist, glaube ich, gar nichts erst drin. Da habe ich jetzt noch nicht geguckt. Da habe ich auch noch nicht geguckt. Wobei, ich glaube, irgendwo da hinten habe ich auch noch nichts gefunden. Also das, was ich suche, Mika, finde ich nicht. Werden wir aber, hätte ich mal gesagt, zusammen vorher machen. Und zwar, ich hoffe, dass ich genügend Ruby Dust da habe. Dass wir es einmal laufen lassen. Vielleicht finde ich noch bis dahin Mika. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Hab ich keinen. Desertine, Cinnabar. Kein Ruby? Ich glaube ja viel, aber das glaube ich nicht. Ein Ruby Dust habe ich. Ja. Ist klar. So, Redstone habe ich gesehen, dass ich schon rein habe. Aber ich glaube, die Rubies habe ich noch nicht aufgeräumt. Ja, ich bin nämlich gerade auch noch schön dabei, das Lager zu erweitern. Jetzt sozusagen unten die ganzen Erze und das reinzuschmeißen. Falls ich das letzte Mal nicht erwähnt habe, ich weiß es nicht mehr, schon wieder eine Woche her. Also für mich, für euch noch länger. Ja, oder für euch kürzer. Kann man sehen, wie man möchte. Was habe ich denn? Als da hinten habe ich doch. Da schaut. Der, schau. Was habe ich denn? Da ist doch Ruby. Dann hätte ich mal gesagt, schmeiß mal was in Ohrwascher. Dann sollte man ein bisschen arbeiten. So, mittlerweile haben wir auch nochmal 26 Water Tanks. Das heißt, da hinten das Zeug können wir auch mal irgendwann demnächst machen. So, mein wichtigstes Anliegen ist aber, ich war dann nämlich mal in der Schmelze und habe festgestellt, dass ich für meine Armbrust noch nichts habe. Die habe ich jetzt mir mal gebaut. Denn für meine Armbrust für den Bogen habe ich gleich gar nichts gefunden. Sozusagen. Bogen braucht keiner. Nimm Armbrust. Okay. Ja, macht man aber auch. Aber wir haben da schon mal ein bisschen Carbon einstecken. Deswegen haben wir uns ja auch einen Extruder gebaut. Jetzt wird es mir dann bestimmt die Schuhe ausziehen, wie lang das der dafür braucht. So, hier haben wir noch eine Batterie. Sicher, sicher ist sicher. Achso, du brauchst 4. Da hinten. Ja, du bist schon das Richtige. Das ist Carbon. Es geht sogar. Okay. So, dann was steht noch drin? Also Slimy, für den Crossbow selber ist als im LV-Bereich halt Slime Crystal das Beste. Aber haben wir nicht, deswegen mal so ein Abstecher Richtung lustigen Hügel auf einer Insel. So, dann hätte ich mal gesagt, als allererstes holen wir uns mal dann holen wir uns erstmal unseren Crossbow raus, nehmen den
Und reparieren den gleich mal. So, momentan haben wir eine Durability von. Effektive Durability von 54. So, Fiery Bowstring. Ist das Beste. Haben wir schon. So, jetzt haben wir 54. Wir gehen auf 68. Er wird schon mal besser. Aber unter Draw Speed ist von 0,7 auf 0,6. Das heißt, er wird auch schneller. Ab MV sagen sie Vanadiumstahl. Das ist verständlich. So, und bei den Bolts habe ich momentan Eisen, Federn und Holz. Und da habe ich mir mittlerweile aufgeschrieben im LV Slime Crystal, Alumite und Slimy Leaves. Also wo müssen wir hin? Genau, richtig. Auf die Insel. Also gehen wir auf die Insel drauf. So, und dann heißt es jetzt für mich, wir halten mal schnell. Ja, wir gehen mal raus und halten Ausschau. Drinnen ist er höhlich. Ich habe auf jeden Fall schon eine gesehen, das weiß ich. So, F9, F9. Ja, genau, machen wir die ganzen. Dieses Grenzzeug da aus. Apropos, ich habe meine nächsten Büsche angepflanzt. Das habe ich auch noch nebenbei gemacht. Wie gesagt, da drin mache ich auch immer wieder wenig was und vor allem das Lager. Aber habe ich ja gesagt. Momentan auch ein wenig da hinten. Also da unten sieht man ein bisschen, ne, dass ich da Kunstwerk reinhau. Dass ich immer wenigstens weiß, wie wir das mal ausheben müssen. So, ich habe vor allem mich gerade gesehen, dass ich ganz toll bin. Wir müssen in die Richtung. Ja, ich kann mal wieder versuchen, mit dem Bettkleider zu fliegen. Das fliege ich jetzt aber nur über dem Wasser. Als ich runterfalle, nee, geht leider nicht. Ich habe auch gemerkt, ich habe keinen Sugarcane mehr. Und wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, werden wir uns mal um unser Wohlbefinden kümmern müssen. Sonst nimmt mir das Männchen krumm da. Also der da. Der komische Kauz hier. Der da. So, wo sind wir? Wir müssen in die Richtung. Ah, da hinten haben wir Berg. Sieht gut aus. Die Gegend ist super zu reisen. So, da hinten ist die Schleiminsel. Ich sehe auch schon mein Baum. Ich hoffe, dass ich da ein Sapling kriege. Und nicht, dass ich sage, ja, super, ich bin jetzt dann da. Und dann sagt er, ja, schön, dass du da warst. Aber kriegst nichts. Hast mich nicht beachtet. So. Ich habe momentan. Kommen. Wir haben so viel Scaffolds dabei. Ich habe meinen Magneten an. Dann hätte ich mal gesagt, hey, bin stolz auf mich. Ich habe außer sind gleich fast den richtigen Abstand gemacht. Jetzt runterfallen.
Ja, was ich euch auf jeden Fall sagen kann, ist. Hallo. Auch du, hallo. Also das Zeug hier drin, diese Flüssigkeit, die ist ja eigentlich super. Die nimmt man mit. Nicht mitnehmen. Können wir nicht gebrauchen. Funzt nicht. So, dann hätte ich gesagt, wir bauen mal ab. Sehr schön. Ja, die Blätter kann man immer noch abernten, wenn wir daheim sind. So, dann was brauche ich denn als Bestes, um diese Blöcke wegzumachen? Weiß man nicht. Gut. Ich nehme die mal sicherheitshalber mit, ne? Man kann ja nie wissen. Ja. So. Nimm ich nur die Schaufel. Können wir wegen noch unser Armbrust leveln? Ja. Hurra, hurra. Der Track ist da. So. Können ja mal gucken. Kann man die eigentlich auch herstellen? Jetpack Version 0.1 Alpha. Ah, das ist. Ah, alles klar. Brauchen wir nicht. Und haben ist besser als brauchen. Ja, das Schöne ist, es ist leider so, und da verstehe ich es ja auch. Alter. Dich haben's wohl. Du wurdest wohl vom Blitz getroffen, oder was? Was jetzt so richtig cool wäre, wenn ich jetzt noch einen Modifier freikriegen würde, dann wüsste ich komplett, für was ich den gebrauchen könnte. An der Armbrust. Dass die dann nämlich Lack draufkommen. Aber wenn wir dann jetzt dann bei den anderen Spielen gehen. Wäre das super, wenn wir das hätten. Aber ich hab da leider die Befürchtung, wir sind viel zu weit weg. Kann noch mal schnell in meiner Liste gucken. Sekündchen. 2, 3, 5, 7, 9, 11. Okay, 7 wäre schon mal das Richtige. Das heißt, wir bräuchten, ja, ich habe erst 50% der XP. Nee, aber die kriegen wir dann auf jeden Fall. So, das heißt, wir sind jetzt hier, wir fliegen wieder zurück.
Ja, den mehr gern. Wenn ich die Scaffolds, ja, da hätte ich ein Jetpack brauchen müssen. So, wir gehen mal so zurück. Ich hoffe, dass ich jetzt weit genug weg war, dass die auch alle runterfallen. Jawohl, wir haben 64. Passt. Ja, klar, wenn man jetzt auf dieses Sprungbrett drauf hüpft, ne, und dann hüpft man ein bisschen höher und dann auch noch ein bisschen am besten mit diesen Jump Boots, na, ist es schon. Hüpft man schon etwas weiter, aber nee. Da hüpfe ich lieber auf den Berg und fliege zurück. Jetpack. Brauche ich noch gar nicht nachdenken drüber. Vor MV. Und ob das so einfach funktioniert, dass man, ich glaube, Adventures Backpack hat einen dabei, aber ich glaube nicht, dass die beide miteinander funktionieren. Also das heißt, entweder ich habe den Rucksack auf oder den Jetpack. Ja, wir fliegen der Sonne entgegen. Das ist wunderschön und der Berg war so hoch, dass ich wirklich heimfliegen konnte. Cool. So, der hätte sich jetzt mindestens dreimal die Arme abgerissen. Bei der Aktion. Wäre der Gleiter und die Arme noch oben gewesen. Rest unten. So, dann hätte ich mal gesagt, schmeißen wir mal jetzt das ganze Graffel weg, was wir nicht unbedingt brauchen. Aber apropos, genau, das habe ich jetzt vergessen, weil ich jetzt gerade an die Batterie gedacht habe. Ich hab da mal Quests erledigt. Abgegeben noch nicht, aber Quests erledigt. Zuerst unfreiwillig, dann freiwillig. So, Slimeballs. Wo komme ich hin? Wo packe ich denn dich hin? Ach, die habe ich schon. Die habe ich noch nicht. Da muss ich mir noch was überlegen. Gut. Dann hätte ich mir gesagt, dann holen wir uns eine Kiste. Und dann schmeißen wir jetzt erst einmal das ganze Zeug hier rein, was ich dann später aufräume. So, mein Hunters Backpack ist auch schon wieder voll. Wieso ist jetzt. Was? Okay. Ich bin verwirrt. So, dann wird erstmal jetzt noch vernünftig gegessen. Bevor wir aus dem Haus gehen. So, was brauche ich denn? Was brauche ich denn? Was brauche ich denn? Was will ich denn? Wer bin ich denn? Wo, weshalb, warum? Also, als allererstes, genau, Kill All the Things. Die haben wir abgeschlossen. Die claimen wir auch gleich. Sonst vergesse ich es wieder. Genau, dann machen wir jetzt nämlich erstmal jetzt große Claimen. Da kann ich nämlich auch sagen, was ich gemacht habe. So, und zwar, ich habe einmal, das glaube ich, habe ich mit euch zusammen gemacht. Genau, die habe ich noch nicht abgeholt. Storing and Transformating. Genau, denn ich habe 10 Battery-Alloy-Platten machen müssen und 5 Zinnkabel und 5 Batterien. Die habe ich auch. Die liegen in der Kiste. Ich brauche auf jeden Fall momentan noch Lepidolit, um an die nötigen Sachen ranzukommen. Also Lithium. So, dann haben wir hier noch die Enderperlen. Das ist wohl klar, dass ich die nehme.
Forestry Multifarms, das war der Grafter. Ich hätte mal gesagt, wir gehen jetzt mal rüber und schmeißen mal ein bisschen was weg. So, die Herzen können wir mal da lassen. Die lasse ich auch da. Dann haben wir hier ein bisschen was weg. Dann haben wir hier ein Reagenzglas und noch dich. Dann haben wir noch mal ein Lootbag. So, bevor ich jetzt Building Better, genau, dann habe ich mir ja mal irgendwann noch eine Obsidian-Schüssel gebastelt. Das ist auch nicht wild, einfach Obsidian-Platten und Rough Iron. Genau, und diese Sachen hier habe ich erledigt. Und zwar, ich habe einmal die Saumaturgie. Also das hier habe ich erledigt. Galena, Silber, Blei und Kyolite abgebaut, dass man da das Nötige hatte. Dann hat man hier und dann soll man 32 mal Blei schmelzen und 32 Antimony. Das 32 Antimony, das ist richtig nervig am Anfang. So, und dann das da einfach mal abarbeiten fürs Lithium. Da hätte ich jetzt gesagt, dann nehmen wir uns einen Bacon Mushroom Burger. So, du bist ja momentan einfach nur eine Aufräumkiste. Dann habe ich ein bisschen was zum Essen noch mit dabei, falls es anstrengend wird. Das goldene Lasso. Goldenes Lasso sind 4 Goldwire und eine Enderperle. Bin mir nicht mehr sicher, ob wir die zusammen gemacht haben, aber ich glaube schon. Ich habe sie nur nicht rausgenommen. Irgendwann habe ich sie rausgenommen. Darum, Quest noch offen. Auch noch weg. Und beim Stone Age, da hat er mir angezeigt. Ah, genau. Die Quest habe ich auch nämlich noch nebenbei sozusagen fertig absolviert. Und zwar, man muss einfach nur Kaktus und Sugarcanes nehmen. Darum habe ich auch momentan keine mehr. Haut die sozusagen in die Kokeöfen rein. Und dann kriegt man so schöne, die erste Kohle raus. Die, glaube ich, 2 oder 3 Ingots. Also genau, Kohle hat 1600 Brenneinheiten, sagen wir jetzt mal. Coal Coke hat 32.000. Woodlock hat 1800, hat 300. Ergibt dann 1600. Kaktus ergibt 50. Kaktus Charcoal macht 400. Kaktus Charcoal. Ja, also ist ein bisschen mehr als ein Holz. Kaktus Charcoal kann man nochmal reinhauen. Dauert dann aber auch nicht lang, 500 Ticks. Dann hat man Cactus Coke und die hat dann 800. Also das heißt, man macht fast dreimal so viel wie in Holz. Oder die Hälfte von der Kohle, also 4 Stück. Dasselbe auch mit der Sugarcane. Ja, das ist das Ganze. Rara drumrum. Boah. Dann hätte ich gesagt, stecken wir dich jetzt auch erstmal hier wieder rein. Dann wirst du weggeräumt und ich brauche das Weizen noch. Dann dürften wir eigentlich alles haben.
So, dann hätte ich gesagt Ruby Dust. Dann gehen wir mal schnell an die Haustür, weil da habe ich noch mal einen Forge Hammer. Ich weiß, ich muss irgendwann mal die LV-Varianten machen, aber davor müssen erstmal die ganzen Batteriesachen und schon mal die ersten Anzeichen kommen, wo ich dann jetzt Motoren und sonstigen Kladderadatsch hinbauen will. Das war zügig. Ich habe gut geschlafen. Ja, ich merke es gerade. Kokainbett oder so. Alter. Ja, kann man mal schnell laufen, dann kriege ich diesen Shroom-Salat weg. Dann habe ich nämlich eine Schlüssel, den will ich nicht mitnehmen. Dann. Leicht übertrieben gerade die Geschwindigkeit. Okay, dann haben wir das da und dann kommst du jetzt da rein und dann kannst du nämlich jetzt schön brav durcharbeiten, bis ich dann wieder da bin. Gut, dann gehen wir wieder nach vorne. Halt, halt. Und zwar, wir müssen jetzt erstmal gucken. Kill all the things. Also da will ich jetzt hin. Eine hässliche Schlange. Eine große hässliche Schlange. Gibt es hier irgendwas? Das, wonach Twilight ausschaut. Bestimmt, es könnte in Soundcraft mit drin sein. Saumekraft, da ist es. Ja, genau, hier ist diese Feder. Dafür heißt, wir brauchen eine Ravensfeder. Wir brauchen Torchberries. Die kriege ich entweder von diesen lustigen Druiden oder von Then you need some Torchberries found underground in some Glowstone Dust. Ja, Glowstone Dust ist das wenigste. Das found ich hinter mir. Das found ich da. So, Glowstone Dust ist das kleinste Problem. Haben wir dabei. So, jetzt muss ich noch mal schnell was gucken und zwar. Er hat ja gesagt. Der Drake hat gesagt, den Slime Crystal. Was kostet ein Slime Crystal? Slime, Stern, Crystal. Nehmen wir mal den blauen. Dafür brauchen wir Slimy Mud 4 Stück im Kompressor. Dafür brauchen wir ein paar davon. Bisschen Dirt und Grut. Okay. Nehmen wir Leusmelter mit Mold Ball. Dürften wir haben. Kriegen wir es auch raus mit zwei Stück sogar. Das heißt, habe ich jetzt davon 12 Stück? Hat Drake so viel geschossen? Ja, Drake hat so viel geschossen. So, dann brauchen wir, was haben wir gesagt? Erde? Brauchen wir 4 Stück? So, jetzt brauchen wir noch Groot. Groot tut gut. Ich glaube, ich habe noch draußen was liegen gehabt. Aber das Chaos wird kleiner. Es gibt jetzt nur noch ein paar
so Kisten, die ich immer sage, habe ich noch keine Ahnung, ob ich die, wo ich die versteckt habe, so ungefähr. Aber alles andere ist, fängt es langsam an. Schaut mal. Gestalt anzunehmen. So, dann hätte ich gesagt, noch du dahin. Ah, jetzt wird mein Problem sein. Der Body aus Lime Crystal und Wooden. Body, 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 Body. Body. Das ist der Body. Ja, kostet mich 5. Ich habe einen. Track, schmeiß wieder rein. Erstmal abgemeldet. Aber kriegen wir über die Bäume dann hoffentlich raus. So, ich hoffe, dass ich jetzt alles dabei habe, was Sinn ergibt. Dass der Proof und Crafter dabei ist, macht keinen Sinn. Ach, egal. Aber ich kann mal doch einige Sachen rausschmeißen. Wo absolut keinen Sinn macht, das mitzunehmen. Das Schöne ist, am Anfang braucht man ja nicht unbedingt eine Karte. Hoffe ich mal. Weil man die dann doch leichter findet. Also ich sehe schon mal da hinten Obsidian. Dann ja dort, dass man bei Obsidian eher was findet. Und das ist aber leider muss ich da mal reingehen. Also ich merke gerade einen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen schwer und normal. Gott, ging der schnell weg. Weil normal kannst du ja da drin übernachten, ohne dass dir das was ausmacht. Brauche ich ein Eichhörnchen? Ist klar! Scooby-Dooby-Doo. Moment. Hallo? Ich hab da, glaube ich, eine Feder. Einzigste, was ich jetzt nicht habe. Ist jetzt dieses Mellowberry-Dings da. Zeugs. Das finde ich, glaube ich, in Höhlen oder so, wo so unterirdische Wurzeln sind. Da, glaube ich, kriegt man die raus. Ja, wir schauen aber trotzdem. Wir sind schon mal auf jeden Fall richtiges Gebiet. Also dieses Gebiet, Dieses Gebiet, okay, das sehe ich gerade. Gestorben. Ich glaube, das war das, wo die, wenn ich nicht rauskam. Ich weiß es nicht mehr. Nochmal. Ist das jetzt eine freundliche Hexe? Oder ist das jetzt so ein Spawner drin, wo so eine lustig, wo so lustige Hexen drin sind? Hallo? Also ich meine jetzt damit, mit den lustigen Hexen meine ich dann
die wo man gebrauchen kann. Nee. Ich dachte gerade, ne. Moment. Jetzt sind die, wo ich meine. Hallo. Grüß Gott. Dankeschön. Aber nett. Finde ich total nett. Gleich nebeneinander. So, das war jetzt dann eine Feder. Am besten habe ich jetzt den Glowstone drüben gelassen. Gott sei Dank. So, das da, das da und das da ergibt eine Magic Map Focus. Sehr schön. Klemmen wir. Weil ich so viel Platz gerade habe. Warum mache ich sowas? So, Magic Map. Dafür brauche ich jetzt ein Magic Map und eine Map. Das heißt 64, ja. Dingsbums. Hallo, tschüss. Die haben rote Augen. Mir egal, weg. Bin hier der unfreundliche Mensch. Bin ich jetzt hier vielleicht? Ich hoffe, ich war so intelligent und habe mir fürs Portal einen Waypoint gemacht. Ja. 215, der ist noch nicht so weit weg. Dann gehen wir mal schnell nach Hause. Anden mal eine Runde Papier. Hier gibt es komische Farben. Wie die Textmarker. Tag. Aber das Häuschen da hinten ist cool. Also, wenn ich den Spawner wegtragen kann, dann nehme ich den mit nach Hause. Das ist so sicher. Habe ich denn jetzt bekommen? Wolf, Pelz und Wolfhaut. Na, da träume ich schon wieder von meiner Möglichkeit, die ich im Essen. So, das heißt, wir gehen mal nach Hause, schmeißen erstens mal das ganze Graffel weg. So, kann ich alles da lassen? Das bitte nicht. Mal wieder dunkel. Wenn ich heimkomme und es ist hell, weiß ich nicht, mal ein Luftsprung oder so. So, jetzt liebe ich jetzt, dass ich meinen Magneten habe. Kann es nicht auch irgendwo hin abhauen? Sondern ich kann hier einfach gemütlich durchheizen und das Papier ernten. Ich glaube nämlich, das war so. Ah, war das eins zu wenig? Okay, dann müssen wir auf die zweite Seite auch noch. Haben uns auf jeden Fall genügend Papier. So, ab in den Kompressor. Da habe ich mal wieder Clayplatten gemacht. Habe mir gedacht, den guten Dampf und die. Also macht wirklich keinen Sinn, die momentan mehr aufzustellen. Wir sind jetzt wieder bei 91. Ja. Einfach, weil wir es sind.
Okay, dann haben wir Paper Stack und ich glaube, das muss ich jetzt detekten und claimen. Genau, weil man die sozusagen nicht herstellen kann, sondern die kriegt man nur, wenn man das jetzt abgibt. So, und dann benutzen wir jetzt mal die Map hier. Und ne, Naga ist da hinten. Dann gehen wir halt mal dahinter. Haben sogar noch mal eine. Ich hoffe, dass ich jetzt meinen Bogen nicht komplett abrasiert habe. Ja, ich lasse euch jetzt schon in Ruhe, ihr Raben. Ich muss mein Inventar mit was anderem vollhauen. Ist total lustig, was mir gerade so auffällt. Das heißt, ich war schon fast vor der Nagel gestanden. Hallo, da hinten ist er. Schön. Ich bin kontinuierlich richtig gelaufen. Stolz auf mich. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie gut das die Bolzen und der Bogen sind. Und ob ich dann Hupfdohle spielen muss und die ganze Zeit versuchen muss, wegzuhüpfen. Oder ob es so reicht. So. Natürlich 4 hoch. Nein, ist 3 hoch. Grüß Gott. Sie hat auf jeden hat hier auch bei einem anderen Geschwindigkeitsgrad. Mehr Leben? Mir kam das gerade so vor. Unendlichkeit und viel weiter. So, dann haben wir mal ein schönes Herz. Also soweit ich das jetzt weiß, ja, soweit ich das jetzt weiß, dieses Miniaturherz könnte in Soundcraft drin sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Moment. Da versucht mit mir ein ehemaliger Rambo-Kollege mit mir zu spielen. Ah, ich glaube, du hast es nicht mehr alle. So. Ich muss jetzt nur schnell mal schauen. Bei den Achievements. Applied Energistics. Habe ich an den Namen T? Ja, habe ich. Twilight Forest. Twilight Hunter, Taken, Taken. Ups. Taken, Lich Hunter. Wah! Ah. Ich mag die nicht. Wisst ihr, warum, dass ich die nicht mag? Die kann ich nicht treffen. Kann ich schießen, wie ich will? Jetzt habe ich ihn getroffen. Was muss ich denn schießen? Kopf? Tschüss. Hau ab. Glaub's ja, so groß und rennt wie ein Wilder.
Ja, okay, der ist wild. So, will ich jetzt schon die andere Nage auch noch killen? Ich gleich zwei machen? Ich habe auf jeden Fall Kling Kling gehört. Ach so, das Kling Kling war, dass ich Level 30 bin. Nicht, dass mein Armbrust gelevelt hat. Da bin ich immer noch, ja, da bin ich immer noch zu weit weg. Ich probiere es mal. 28% habe ich noch. Merke gerade, im Boden ist nichts rot. Gar nichts. Nein, nein. Hoffe, dass ich richtigen auf dem richtigen Weg bin. Wie gesagt, ein Lich. Der Lich ist eigentlich nach, also zu ihm zu kommen, ist kein Problem mehr. Weil da geht man einfach außen rum. Aber Lenkchen. Nuck, 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 nuck. Ah, wenn mein Kopf trifft, dann kriegt man mehr. Nicht lecken. Lecken ist gemein. Geh weg. Jawohl. Haha. Auch erledigt. Tschüss. Oh. Zwei Stück gekillt. Da hinten ist ein. Oh. Ich brauche meine Lampe-Ex. Das könnte jetzt. Das könnte jetzt witzig werden. Also, wir rennen mal hin. Hauen wir mal die Fackel drauf. Auch noch mal die Fackel drauf. Haben wir uns die Dolly. Und spurten mit der Kiste weg. So. Was haben wir denn Schönes gekriegt? Nickel, Silber, Molybdenium. Stahlboots. Schauen wir mal, ob wir das meiste aufräumen können. Eine Turret Base habe ich noch bekommen. Okay. Aber die Schlange. Also zwei Schlangen kriegt man mit so 60, 50, 60% Splatt. Gut. Also langsam vermisse ich Elefanten. So oft wie die hier hupen. Oh. Alles klar. Moment. Moos. Das muss ich mir aufschreiben. Ich brauche eine Schere. Die müssen wir uns auch noch bauen. Ganz wichtig, die Schere. Brauchen wir auch für die Slime Leaves, für die Bowls dann. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt ein bisschen. Bin ich das, der wo so raschelt? Da waren das die Hasen. Da steht, findet man keine Raben und dann findet man nur noch Raben. Oh, schön. Vielleicht kommt zurück und es ist gleich ein bisschen lustig.
Vor allem, es wird gleich noch lustiger. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alle roten Stellen in der Basis weggemacht habe. Meine Armbrust ist momentan hinüber. Das heißt, ich soll jetzt ganz schnell schauen, ne? Die Armbrust zu reparieren. Sonst kann es ganz schnell nach hinten losgehen. Ich habe nur noch 26 Pfeile. Ich habe die alle verballert. Hier oben ist mir egal. So, das heißt, ich kann jetzt schon mal das da reinschmeißen, das da reinschmeißen, das da reinschmeißen. Die Magic Map kann man auch hier lassen. Naga Scale. Naga Scale ist cool. Brauche ich jetzt halt nur Aluminium, um den ersten Zauberstab zu machen. Macht meiner Meinung nach keinen Sinn, hier rumzurennen. Also ab. So umgeht man Blutmond. Hier ist keiner. Hier ist nichts Rotes. Müsste jetzt eigentlich. Ich habe doch vorhin so einen kleinen Hügel gesehen, ne? Der ist hier. Und da so lila kleine Freunde drin. Machen und versuchen dich mit Büchern zu hauen. Auf die würde ich mich jetzt freuen. Weil die droppen ab und zu Aluminium. Das sind total nett, die wie hier. Also wenn sie tot sind. Wenn sie vor einem stehen, nicht. So, fressen wir uns da rein. Oh. Hallo. Ich seh da schon so einen Angelfuzzi. Der, wo mich gleich runterzieht und mir zeigt, ja, komm mal her. Der Hund ist ja da richtig was los. Kann es sein, dass da ein Spawner ist? Sehe es gleich von hinten so. Schops! Wieso nehme ich eigentlich nie so Kisten und so weiter mit? Wenn ich doch weiß, dass ich jetzt dann da erstmal hingehe. Das ist ja Wahnsinn. Dieses Nagerzeug weg. Das ist viel interessanter. Wollte doch nur so kleine lilane Viecher finden. Schön. Also ich habe die auch erschossen, obwohl ich sie nicht gesehen habe. Aber wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Geh. Wir sind ja hier in einem Wald, ne? Ja, ich glaub's. Zumindest. So, dann heißt es jetzt, du nimmst jetzt das da.
Na, dann gibst du mir mal. Oh, ja, ich habe genügend Wald. Einstecken. Mal weg. So, dann habe ich jetzt 1, 2. Und wie ich mich kenne, habe ich noch Flint einstecken. Und gucket, der Dreck kann sich eine Kiste bauen und hat sogar noch ein Einstecken. Schön. Ja, genau. Guck mal, deinen Flieger da auch rein. Findest die wieder. So. Jetzt sehe ich sie wieder finden. Wir können noch mal reingucken. Glaube, ich mache gerade den größten Fehler ever. Können nämlich jetzt dann rauf. Na? Hallo? Guck, ist da noch einer? Ich habe gerade richtig Muffensausen. Ich weiß nicht warum. Kann auf jeden Fall seinen Bolzen leveln. Swarm Spider sind es, okay. Ich habe da irgendwie total gerade die Muffensausen da drin. Ja, genau. Ich habe noch so viele Pfeile. Auf jeden Fall ist das ein so sauguter Spender für Potion. Na, ist jemand in Stein gebackt. Es tut mir aber leid. Am besten andeigen. Ich gehe da jetzt nicht hin. Wofür brauche ich denn noch, um mein nächstes Level zu kriegen? 83% habe ich. Ich mag ich ja besonders. So, wir leuchten mal ein bisschen hier aus. Da kommt hier vielleicht auch wegen weniger. Aber nur vielleicht. Ja, vielleicht bin ich jetzt aber auch pfeilemäßig leer. Ich hoffe, die regenerieren. Da trödet wieder einer. Aber wenn man sich das mal anschaut, das ist ja Wahnsinn, Alter. Kann man Handel aufmachen? Splash Potion. Wahnsinn? Einfach nur Wahnsinn? Splash dürfen, also, ja, dann wird denen ein bisschen schlecht.
Um nichts in der Welt hüpfe ich da jetzt rein. Nee, nee, nee. So. Dann hätte ich gesagt, packen wir unsere Kisten zusammen und schleichen uns wirklich nach Hause. Dann hätte ich gesagt, dann ja, bei Mika finde ich eben nicht. Dann müssen wir halt den Weg des längeren Dauerns machen. Wie gesagt, Mika ist viel einfacher. Aber wenn man es halt nicht findet, bin mir jetzt schon sicher. Sebo kommt auf den Server, buddelt dreimal runter, sagt, ich hab Mika. Aber ist jetzt immer so. Also das, was früher Rohrschneider konnte, kann jetzt Sebo. Ich nicht. Ich finde alles andere. Ich finde sogar die Sachen, die wo man nicht finden will. Ja. Vergesse es auch nie mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich da für ein Pack gespielt habe. Man hat nur gesehen von oben. Okay. Da krieg ich wieder mein obligatorischen Timeout. Wollte gerade sagen, hä? Seit wann gehen kann ich jetzt Kisten nicht mehr setzen? Weiß ich's. Ja, schau halt auf die Minimap drauf und ja, stell halt fest, ein komisches Gebilde da hinten. Soll ich mir das mal anschauen? Ja, habe ich gemacht. Komisches Gebilde da hinten war von oben gesehen, von der Minimap, also von hier. Aber draußen, in der Höhle drin, also nicht in der Höhle, in einer Schlucht drin, ein Portal ins End. Ja, steht man so in den ersten. 4 Minecraft-Tagen vorm Endportal. Genau. Also man ist doof, noch ein Obsidian-Portal zu bauen, aber steht vorm End. Genau. Das ist super. Genau. Jetzt können wir mal schnell das Ruby Dust nehmen. Und zwar, das Ruby Dust muss ich jetzt in den Alloy Smelter mit Quarzit oder Silikondioxid das packen. Wo kriege ich denn das her? Ja, genau, aus Raw Silicon. Asbestos. Ich glaube, Asbestos habe ich noch nicht abgebaut, also nicht wissentlich abgebaut. Ja, abgebaut bestimmt schon, aber ihr wisst schon. Also nicht die Ader unbedingt rauszupfen wollen, sondern. Overwashing. Ja. Da kann ich bestimmt. Asbestos, Asbestos, das, Asbestos. Am Schluss kann man es rauszentrifugieren. Ah, da oben. Gut. Zentrif. Oh, ja. Braucht die Vorstufe davon. Das bringt mir gar nichts. Ja, habe ich schon einsortiert? Habe ich doch, wie es aussieht, schon.
Ja, okay, vielleicht ein Stack oder so. Klar. Dann hätte ich jetzt gesagt, dann jage ich das jetzt noch schnell durch. Wenn der sagt, ja, jagen ist möglich. Ja, wenn das jetzt wieder 82 Sekunden dauert, dann ist nichts mehr jagen. Dann ist verscheuchen. Das Schlimme ist ja mittlerweile, also ich weiß, dass ich den, dass ich da hinten jetzt mein Dampfzeug aufbauen will, muss. Ich weiß, oder was heißt ich weiß, dann würde ich gerne, wie soll man das sagen, dann würde ich gerne den Kompressor bauen. Dann würde ich den Tank oben hin bauen, dass wir schon mal da eine vernünftige Basis haben. Dann weiß ich nämlich ungefähr, wo ich die Erzverarbeitung hinhaben will. Dann kennt man nämlich auf die andere Seite oder dahinter die Motoren bauen. Die müssen, die sind, Moment, Boden. Danke. Die sind im Boden, dann glaube ich 1, 2, 3, 4, 5, 5 oder 6 hoch. Ich glaube aber 5, oder? Wir machen mal schnell zusammen. Das heißt, ich habe hier meine Teile, dann habe ich hier meine Pipes, dann habe ich hier wieder meine Teile. Ja, dann sind es 5. Also das heißt, ich muss auf jeden Fall Minimum 10 runter. Aber da könnte man ja eventuell nochmal Gänge bauen. Dass man sagt, okay, ich bleibe es dann da mittig oder so. Müssen wir halt zusammen noch rauskriegen. So, ich wollte doch, damit haben wir mal schnell draufhauen. Jetzt schließe ich mal eine Wette ab. So, wenn ich dich in den Elektrolyzer reinschmeiße, kriege ich Magnesium und Raw Silicon raus. 18 Stück in MV. MV geht nicht. Aber das heißt aber, das, was ich jetzt machen will, funktioniert nicht, weil ich das nicht habe. Ich habe jetzt die ganz böse Vermutung, weil ich es jetzt euch zeigen möchte, sagt er, nö. Oder er sagt, haben wir schon längst. So, schauen wir mal, ob mit. Haben wir schon längst. Jawohl, sag ich doch. Und das da muss jetzt dann hier rein. Mit dem Zeug. Und das dauert jetzt 60 Sekunden. Total toll. Man freut sich. Also man hat auf jeden Fall hier einen schönen Fadenspender, ne? Man muss nur mal ab und zu hüpfen. Die sterben irgendwann schon, weil die hüpfen immer wieder, gehen immer wieder rauf, dann fallen sie runter, dann gehen sie rauf, fallen sie runter und dann ist ein Faden da. Und sie haben ihren Faden verloren. Aber das passiert mir auch öfters. Nein, wir können nichts essen. Das heißt, wir werden es demnächst uns auch mal um die Küche kümmern müssen. Wie gesagt, wenn ich jetzt so kleine lilanen Männchen finden würde, das wäre total super. Ich bräuchte nämlich Aluminium. Aber wir sind auf dem Weg Richtung Aluminium. Das muss man dazu sagen.
Schaut mal, wir haben jetzt Aluminiumsilikat-Wool. Und die macht man mit Molten Tin und im Assembler und Cuprinickel Wire zu einem Cuprinickel Coil Block. Davon brauchen wir 8. 8 mal 2 sind 60, das heißt 60, genau, Greg. 8 mal 2 sind 16. Das heißt, wir brauchen dann nur von dem Aluminiumsilikat wohl 96 Stück. Wir haben gerade 2, jetzt haben wir gleich 4. Also das heißt, ich muss jetzt dann Asbestos mal durchsuchen, durchprügeln, durchlaufen lassen. Das heißt, wir werden demnächst auch noch den Wassertank hinmachen. Und da werde ich erst einmal aber mit Holzpipes oder so. Oder nee, die anderen haben wir ja zusammen gemacht. Da werde ich mal mit den Pipes schön brav noch eine Runde legen. Und dass man da schon mal wegen was laufen lassen kann, weil sonst kommen wir leider gar nicht mehr weiter. Genau, und das macht auch leider keinen Sinn, das in einem Speed zu machen. Weil einfach nur dort stehen und warten. Ja, wartet man halt kürzer. Ja, bringt nichts. Genau, wenn ihr Tipps, Tricks, sonst was habt, wie immer damit ab in die Kommentare. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.